Auf zur City der Schlitzaugen. Where to? Hab ich ja gesagt. Ab nach Chinatown, bitte. Ich bin ja mal gespannt, wie toll das da jetzt wird. Einmal chinesische Nudeln mit zum Mitnehmen, bitte. China-Nudeln. Habe ich auch schon welche nicht mehr gegessen. Wird's mal wieder Zeit. Wie cool. Richtig nice. Huishua! Hua! Was gibt's denn hier so Schickes? Ui, Chinatown. Wir sind da und... Okay. Ich sehe noch nicht viel von dem Laden, den wir besuchen sollen. Den finden wir bestimmt auch noch. Für... mit nix Quest. Wie cool. Es hat irgendwie was von... von Downtown so ein bisschen, nur halt... mit China-Bonus. Was ist denn hier? Schönes. Gewichtige, beschäftigte Männer. Und was ist hier? Schauen wir uns mal alles an. Hallo? Aber es ist hier schon wieder so Mysterious Music. Hallo? Keiner hier? Nein. Ist doch bestimmt wieder so ein Questort. Ja. Syndikat, hier brauchen wir ein Passwort. Dann wieder raus. Und ins richtige Scheinerviertel rein. Ich bin ja mal gespannt, was uns hier noch so Tolles erwartet. Riesig gespannt. Ich finde, das Spiel könnte unendlich Stadtviertel haben. No, you stop! Richtig cool gemacht. Da oben die Schale. Witzig. Gehen wir mal hier rein. Und schauen, was es so zu essen gibt. Sah so restaurantmäßig aus. Ach, China-Nudeln. Hätte ich jetzt echt Bock drauf irgendwie. Aber hab ich heute eigentlich gut gegessen. Hey, wer bist du denn? Okay, der ist beschäftigt. Mach wenigstens die Tür, Tür zu. Du Sau. Mit dir können wir nicht reden. Du bist doof. Hey, wer bist du denn? Yes? Ich versuche nicht mit einer blöden Anmache. Ich muss nur mit dir reden. Come on, really? Oh ja. Who are you? Namen sind Schall und Rauch. Ja, yep. Hier haben wir unsere gute Blutpuppe, unsere Blood Doll, die wir mit Verführung dazu bringen können, ein wenig zu spenden. Wie lange braucht der Typ eigentlich zum Pissen? Oh, wie süß, er kommt nicht mehr raus. Jetzt so. Oh, hab ich die Tür dir zugemacht? Sorry. Lu Fang no speak English. When he drunk. Okay, Lu Fang. Dann später vielleicht. Wenn du mal nicht gesoffen hast. Wie cool sieht das denn aus hier? Fischi. Ich will den essen. Und den da. Und den da. Fischstäbchen. Neun Leben. Ash Rivers nach tödlichen Unfall verletzt. Ja, der ist jetzt nicht mehr da. Und wer bist du eigentlich? Du siehst auch nicht uninteressant aus. I'm sorry. Dinner service stopped a little while ago. But our lounge is still open. Ich bin nur auf der Durchreise. The lounge is right over there. Dann gehe ich mal loungen. Vielleicht launcht er dann noch eine interessante Persönlichkeit.
Nee, im Ernst, wo ist denn die Lounge? Und das ist das hier, die La... Das hier ist wahrscheinlich die Lounge. Weil normalerweise steht sie ja hier. Alright, nix los hier. In the moment. Dann schauen wir mal weiter. Es gibt noch genug zu erkunden hier. Das Abenteuer hat gerade erst begonnen. In Chinatown. Wow! Mit unserem coolen Schwert passen wir hier ganz cool rein. Vielleicht finden wir hier endlich mal ein besseres Ninja-Schwert. Nicht nur so eine schwache Kopie von irgendwas. Ein echtes Katana. Wenn nicht hier. Ihr wisst schon, was ich meine. Gehen wir mal in Sengs. Die mündlichen Überlieferungen von der Kains Kinder, obwohl manche behaupten, es wären eher Legenden, werden in der Vampirgesellschaft sehr geachtet. Das ist ja wunderbar. Oh, Teeshop. Was bist du denn für ein Nazi? Ernsthaft. Okay, da geht's raus. Sehr mysteriöser Shop hier. Haben Sie vielleicht einen freundlichen Eisbärenwärmer? Welcome to Sang's Herbal Remedies. I am Sang. How may I assist you? Meine Fresse. Sie sehen gar nicht wie der typische Kräutermedizinhändler aus. Selling remedies is honest work. I came to America after discharge from Chinese Herbal Remedies Forces to help aging parents restore. Definitely, I am now American citizen. God bless the Allegiance flag. Jo. Ja, kommen Sie schon. Ich weiß, dass Sie beim Militär waren. Kann man irgendwie nicht übersehen. Das heißt übrigens Husten, für die, die es nicht wissen. Patcher, du hast was vergessen zu übersetzen. Kennen Sie sich mit Waffen aus? Ah, ich sehe. Dafür ist der Schuppen hier. Chinese invented gunpowder. Yes, I know guns. Haben Sie welche? Put on, please. These are good remedies for many problems. No credit cards. Excellent. Zeigen Sie mal, was Sie da haben. Oh Mann. Oh. Unsere letzte Kleidung können wir hier kaufen. Und ist gar nicht mehr teuer. Und. Ein echtes Schwert? Ein echtes Schwert? Das ist das, was ich denke. Das, worauf ich eben noch gehofft habe. Meine Fresse, wir sind hier in eine Goldgrube gestartet. Ja, es ist wirklich ein besseres Schwert. Und es ist sogar stärker als der Hammer. Ui. Kaufen. Und ja, was ist noch? Knarren. Imi Uzi. Und ein Dress. Boah, wie geil. Also, das ist ja mal gut. Wie sehen wir denn gleich aus? Sind wir mal gespannt. Ui. Und ja, was hat das eigentlich für Nachteile? Nur mal so als nebenbei. Rüstungswert 3 behindert jedoch die Bewegung. Och, also nichts Neues. Ist immer noch nur Geschick, ein Punkt runter. Mann, jetzt sehen wir ja voll aus wie der, weiß ich nicht, wie so eine reiche Tussi im Ledermantel. Im weißen Ledermantel. Gucken wir mal. Boah, die Titten sind erstmal dreifach gewachsen. Aber sieht nicht schlecht aus, finde ich. Hat was. Ganz anders als die anderen Outfits. Und das Schwert, das bessere Schwert. Oh ja. Gibt's noch so was bei dir? Ich bin jetzt schon glücklich. Ich find's cool, wie viele Details sie hier reingesteckt haben. Aber sonst noch was? Welcome back! Kann ich dich Sachen fragen? Ich wurde nicht vertont. Ich suche nach einer vermissten Person namens Barabbas. Das ist der Nosferatu, den wir für Gary suchen sollen. Wissen Sie etwas darüber? No, I do not. Maybe you should ask Wong Ho at Red Dragon. He know many people. Wong Ho, okay. What a name. Vielleicht bewege ich mich dahin, bis dann. Okay. Hihi, cool, neues Outfit. Mit einem schicken Hüftschwung. Bam, bam, bam. Gehen wir mal hier hinten raus. Jetzt würde es passen, das sieht fast so ein bisschen winterlich aus, die Kleidung. Wenn es so richtig schneien würde oder so, das wäre auch cool. Da geht's in die Kanalisation. Da will ich jetzt aber noch nicht rein.
ist denn das hier? Lotus Blossom. Geht's aber nicht auf. Was ist denn hier oben? Einfach mal querbeet erkunden hier. Ja, wo geht's hier hin? Ja, da wo wir gerade hergekommen sind. Also nichts Besonderes erstmal. Und das hier sieht wie ein Club aus, weil hier Poster hinten dran hängen. Schauen wir mal von vorne rein. Und suchen wir mal diesen Red Dragon. Oder ist das der hier? Das ist er doch. Aber da war doch keiner drin dann großartig. Ah, später vielleicht. Schauen wir jetzt mal weiter um hier. The White Cloud. Was ist das hier? Hier ist nichts. Noch eine Zeitung. Kennen wir schon. Was gibt's denn Leckeres? Ah ja. Mhm. Okay. Das mochte ich noch nie. Bist du da drin, Barabus? Don't smoke. Ja, gehen wir mal in die weiße Wolke rein. Mal sehen, was da Schönes gibt. Der Waffenhändler war echt zu geil, wie das Regal sich erstmal umgedreht hat. Aber jetzt sind wir doch mal gerüstet, ey. Fette Kleidung. Endlich ein richtiges Katana. Das richtige Schwert. Das sieht doch schon mehr verdächtig nach einem Waffenladen aus. Hey, ein grinsender Buddha. Hey, wer bist du? There is something in this door for everybody. Meine Fresse. Ach ja? Everyone gets what they deserve. Ich bin überhaupt nicht creepy. Was soll denn das heißen? I'm reminded of a story. A thief named Lin was asked to steal an emerald for the head of his gang. The gem belonged to a man in a Hong Kong triad. Most would refuse this danger, but Lin was anxious to do it, and indeed he did. Uh-huh. When Lin returned, he did not want to part with the emerald he stole. He felt that the trouble he went through to take it made his ownership legitimate. The man who hired him did not feel the same way, nor did the man he stole it from. Do you know what happened to Lin? Sind Sie Lin? No. Lin was caught. One man has his gem back, but Lin's employer has nothing. I'd heard this tale from him when he visited my store. Sadly, I had nothing to sell him. Warum zum Teufel erzählt mir eigentlich jeder irgendeinen Blödsinn? Worauf läuft das hinaus? Lin's eyes wanted more than his hands could keep. Ambitious eyes are, sadly, not for sale here at the moment. Though I do have a buyer interested. Do you know when the next eye harvest is, by chance? Augenernte? Lin's body is being kept in a freezer in the back of a local noodle shop, I hear. There are people there who want him intact. But I think his eyes would fill my shelf nicely if they were to wander in. I gouge hell. A fitting punishment for Lin. What the hell? Ist er der bestohlen wurde? Oh Mann, das muss ich mir nachher noch auf der Aufnahme nochmal anhören. Augen, ich habe noch nie Augen gestohlen, aber es gibt immer ein erstes Mal. Von mir aus. I knew you would. What other reason to waste words on the ill-fated?